Und willkommen zu einer neuen Folge WWE 2K14. Ich meine natürlich FIFA 2004. Wir stehen vor dem 13. Spieltag. Die Eintracht gegen Borussia Dortmund. Meine Güte. Ja, das hat man davon, wenn man zu viele Sportspiele gleichzeitig spielt. Und da wäre fast schon eine gefährliche Gelegenheit für die Eintracht aus Frankfurt entstanden. So, und weiter geht's. Komm ab nach vorne. Wäre ja traurig, wenn das hier jetzt... Wenn das hier nicht locker fluffig, locker und flockig vom Stapel gehen würde. Den hat er... Nicht erwischt, aber gut. Ecken sind ja sowieso hier nicht meine Stärke. Sie sind noch nicht so overpowered wie in FIFA 14. Oder generell Flanken, die auf Kopfbälle aus sind. Schöne Vorlage, die mir der Gegenspieler da gemacht hat. Flavio verwandelt. 10. Minute, 1:0. Schön schnell. So muss das. So muss das laufen. So. Komm, 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 her damit. Danke. Auf Ricken. Auf Amoroso, der hoch auf Koller. Und auf Rosicky. Der sollte eigentlich nach oben zu... Mann, zu dem Kerlchen da oben gehen. Ich schätze mal, es war wieder Flavio. Aber gut, da ist jetzt Everton. Everton. Jetzt wieder Flavio. Flavio... Wenn das mal nicht Handspiel war, aber gut. Wir wollen ja hier keine Verschwörungstheorien in Gang setzen. Nicht bei diesem alten Spiel. Komm. Sauber. Und oh, ja. Oh. Es läuft hier echt noch nicht so rund, wie ich mir das gedacht hätte. Aber gut, schlecht laufen tut's auch nicht. Oh, schöne Chance, schöne Möglichkeit, schönes Tor von Amoroso. Der schon wieder von Rosicky in der Jubelszene dargestellt wird. Irgendwas scheint da nicht mit rechten Dingen zu laufen. Also ein bisschen buggy ist das Spiel doch. Also ich hoffe noch auf einen Patch, aber nein, komm. Sollte wohl... Den Sarkasmus sollte wohl jeder rausgehört haben. Dass das ein bisschen affig wäre. Amoroso wieder am Ball und... Ricken... Ah, Mann. Pfui, Teufel, sowas. So, nein, 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 out. DD sichert den Ball und wieder ab nach vorne, wieder in die Vorwärtsbewegung. So, Everton auf Flavio, auf Koller, runter wieder auf Amoroso. So, und... Und die vierte Chance, die vierte Möglichkeit von Flavio, der sie dann auch nutzt. 35. Minute, 3:0. Und ich finde, jetzt können wir echt wieder ein bisschen runterfahren. Sonst wird das hier wieder so ekelhaft hoch. Ja, aber... Komm her, komm her, komm her. Nein, sauber. Entschuldigung für diese komischen Haspler hier zwischendurch, aber... Da konzentriere ich mich dann doch zu sehr aufs Spiel. Als dass ich... hier nur abwesend bin. Also mich nicht so aufs Spiel konzentriere, aber gut. Das ist halt so. 41 Minuten gespielt. Erste Halbzeit gleich schon vorbei. Sauber, danke. Wir müssten eigentlich eine richtig hohe Ballbesitzstatistik gleich haben. Weil so oft waren wir wirklich nicht vom Ball getrennt. Das 4:0 sitzt. Ricken. Der Lars Ricken trifft in der 45. Minute zum 4:0. Die Klatsche ist perfekt. Auch wenn die Frankfurter Fans weiter schlechte Stimmung gegen uns versuchen zu verbreiten. Aber das soll uns nicht jucken. So, eigentlich müsste er jetzt gleich auch abpfeifen zur Pause. Das tut er auch. Und ja, steht 4:0 zur Pause.
passables Ergebnis. Reiht sich eigentlich in unsere anderen Spiele gut ein. Ja, 51% nur. Ich bin enttäuscht. 8 Schüsse aufs Tor, davon ist die Hälfte reingegangen. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, weiter geht's. Weiter geht die Musik. So, zack und zack. Dann da hoch, dann... Ey, der sollte auch nach oben wieder gehen. Wir haben, glaube ich, noch kein zweistelliges Ergebnis hinbekommen, oder? Sollte bei dem Schwierigkeitsgrad hier eigentlich möglich sein, aber... Ich weiß auch nicht, wann wir dafür mal in Stimmung sind. Irgendwie gar nicht, weil... Wir schaffen zwar einen guten Sieg, aber so richtig... So 10-0 haben wir noch gar nicht gehabt. Also da kam bis jetzt nie wirklich was... Oh, gut, ich kann jetzt hier abziehen. Okay. Wenn man es dann zeigen will, klappt es nicht. Aber ich kann mal versuchen, so hier aus dem... Naja, aus dem Mittelfeld brauche ich nicht versuchen abzuziehen. So aus dieser Höhe, wo ich sonst immer treffe. Aber unser Vertrag müssen wir eigentlich locker erfüllen. So. Und den hält der Torwart dann auch noch. Ja, ich sag ja Vorführeffekt. Wenn man dann mal zeigen will, wie man Distanztore erzielt, dann klappt's nicht. Aber gut, wir haben noch 30 Spielminuten. Da können wir noch mit Sicherheit das ein oder andere Tor erzielen. Und selbst wenn nicht, bei einem 4-0 bin ich nicht unzufrieden. So. Auf ihmchen. Auf ihn. Das kommt nicht an. Okay. Dafür das. Das müsste abseits sein. Ja. Hatte ich mir schon gedacht. So, komm. Ich wechsle hier ganz schnell zwischen den Spielern hin und her. Und das bringt mir nichts. DD. Was zur... Sache, jetzt klappen die Distanzschüsse wieder nicht. Sauerei. So, zack. Zack. Mensch, schönes Kinder. Mensch. Oh Mann. Kennt ihr diesen Oh Mann aus How I Met Your Mother? Ich finde ihn toll. Generell diesen Spruch. Oh, Mann. Oh, Mann. So, und da ist endlich das 5-0. 75. Minute, Jan Cola. Jan Cola, nicht Cola. Cola wäre mit Doppel-O. Jan Cola mit dem 5-0. Zack, so guck mal, so läuft das doch dann. Ja, aber mein angepeiltes 10-0 werde ich nicht hinkriegen. Darauf arbeite ich jetzt erstmal hinaus, die nächsten Folgen. Die Hinrunde ist eh fast vorbei. Können wir auch so ein paar Kunstspiele versuchen, also, ne? So nach dem Motto. Gegessen ist die Saison eh schon, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, es war auch nie der Sinn, eine spannende Saison hier aufzubauen. Das brauche ich nicht bei älteren FIFAs versuchen. Einfach nur ein bisschen das Spiel zeigen, wie das FIFA damals war. Und halt so kleiner Troll bezüglich FIFA 14 und dem 10-jährigen Jubiläum von FIFA 2004. Und wie gesagt, FIFA 2003 habe ich eigentlich auch noch vor. Aber erstmal muss dieses Let's Play dann unter Dach und Fach gebracht werden. Meine Güte, ich verhaspel mich heute schon wieder so oft. Müsste man eigentlich rausschneiden, aber ich bin unprofessionell. Ich darf das drin lassen. Okay. Oh Mann, das wäre so gut gewesen. Oh Mann. Ja, es hat jetzt gut gepasst. Das wäre so gut gewesen, wenn wir den Ball direkt vorm Keeper bekommen hätten. So, den kriegst du. Nach hier unten. Da ist das 6-0. Hattrick von Flavio heute. Auch wieder aus der Distanz. Zack, und drin ist die Kugel. Ja. 6-0, das sollte...
gut reichen, aber wieder nicht das zweistellige Ergebnis. Auf was ich wirklich in den nächsten... Schade. Auf was ich wirklich in den nächsten Folgen hinausarbeiten werde. Heißt, drauf, drauf, drauf. Für heute war es das. Das Spiel ist zu Ende. 6-0. Typisches Ergebnis. Mich wundert es ja, dass das LP sich immer noch Leute angucken. Aufgrund der leichten Schwierigkeitsgrad, den ich hier fahre. Aber freut mich. Gut, Ballbesitz. Haben uns die Frankfurter sogar eingeholt. Das ist, glaube ich, ein Bug. Oder? Irgendwie. Naja, irgendwie macht das keinen Sinn. Wir sehen uns gleich nochmal kurz im Karrieremenü. Bis denne. Bis gleich. So, da sind wir dann noch einmal kurz im Karrieremenü. So, und als nächstes empfangen wir die Herren aus Bochum. Der VfL Bochum ist zu Gast bei uns. Okay. Wir speichern einmal, gucken uns die Tabelle an, gucken uns die Ergebnisse im Pokal an und ob sie mal endlich stattfinden. Tabelle passt, wir haben 37 Punkte, wir sind immer noch knapp 10 Punkte drüber, 9 Punkte sind wir drüber. 12 Siege, ein Unentschieden. Top. Läuft doch. Die haben immer noch nicht gegeneinander gespielt. Was soll dieser Humbug? Naja, ich habe keine Ahnung, wann der DFB-Pokal anfängt. Anscheinend erstmal noch nicht. Ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die Herren aus Dortmund klatschen. Bis dahin, aus Bochum klatschen. Entschuldigung, Versprecher FTW. Bis dahin, tschüss.